Nun, Landbesitz als Entgelt, das klingt doch angebracht und angenehm. Wir müssen uns natürlich erstmal uns von der Qualität und dem Wert der Immobilie überzeugen. Habe mir. Ich möchte ihn nochmal trennen. Ich nehme meinen Fuß schnell weg. Ich nicke Jalan dankbar zu. Aber mir, man sagt ja uns anderen Fahnern teilweise nach, wir seien raffgierig, aber Nun, ich kümmere ihr mich reitet auf natürlich. ganz anderen Pferden, Siehst du, sozusagen. Woltax? Wir kriegen eine eigene Villa geschenkt. Super. Finde ich gut. Ja. Man muss sich bei Zeit um seinen Lebensabend kümmern. Wenn ihr das nicht tut, dann ist das eure Schuld. Aber ihr seid doch ein. Wie alt seid ihr? Ihr seid doch ein Kind. Gerade durch die Feuertaufe durch. Nun ja, wir Menschen leben nicht so lange wie ihr Ahn Groschow. Er steht wahrlich schon mit einem Bein im Grab. Tatsächlich. Seht ihr seine ganzen grauen Haare? Und die Falten. Und er ist ein Kopf in der Schlinge. Ich habe keine Falten. Guck mal, Wie alt Woltax. seid ihr denn? Guck mal, Woltax. Die Narbe, die du da an seinem Auge siehst, die ist von Drachen. Diese Von Drachen? Karfunkelwürmer, von denen ich dir erzählt hatte. Oh, nicht schlecht. Ach, Das war müsst den, ihr den die wir gemeinsam Geschichte mit Korten wissen? mit Torgosch vernichtet haben. Und das an seinem Wunde, das an seinem Auge, das kommt daher. Ah, er ist also ein Drachentöter. Ein Zweifacher sogar. Ha, nicht schlecht. Ich würde euch ja anerkennend auf die Schulter klopfen, aber naja. Ja? Seid zu groß, Abelmir. Ein bisschen aufpassen. Guck dir den Mann doch an. Ah, verzeiht. Mitdenken, mein Gut. Junge. Bevor wir uns jetzt hier in Quäkereien vergehen, würde ich einfach mal sagen, wir beenden diese Sitzung, wir beenden und schließen das Protokoll und jeder weiß, wie die nächsten Aufgaben aussehen. Dankeschön. Abtreten. Jo. Hat irgendwer eine Ahnung, wo diese Villa jetzt ist? Neben der neuen Residenz, hieß es. Wie Aber werden ist wir schon nicht finden? die neue Residenz nicht komplett vernichtet worden? Ja. Dann nicht unsere Villa vermutlich auch komplett vernichtet worden? Deswegen sagte ich, wir müssen uns erst von der Qualität der Immobilie überzeugen. Zu Also spät, das habt ihr es angenommen. wenn wir Pech haben, haben wir ein Stück Land mit ganz viel Dämonensteiner drauf. Im schlimmsten Fall. Ich bin begeistert. Ingler, Boltax, warum kommt ihr beide nicht mit? Ihr kennt euch ein bisschen mit Statik. Aber mir ist was Statik, ja? Es nennt sich Statik, Mit genau. Statik aus, Ich nicht wahr? kenne niemanden, der besser mit Steinen ist als Boltax. Das ist richtig, aber ja, gut. Schauen wir uns das doch mal an, ne? Eine hervorragende Idee. Geh mal auf Boltax zu. Herr Boltax, Ja. sind Sie so eine Art Innenbergzwerg? Sind Sie eine Art Hausfrauenzwerg? Oder wieso haben Sie kein Kettenhemd? Oder ist Ihre Familie nicht so reich? Dann tut es mir sehr leid, das angesprochen zu haben. Ich mag doch sehr bitten. Ich bin ein. Naja, gut. Es ist vielleicht überraschend für euch, einen kompetenten Zwerg zu sehen, der zaubern kann. Ihr würdet sagen, Abfälliger Drachenmagier-Zwerg. Blick wandert zu Foslarin. Ich kann Aber zaubern. ich bin ein richtiger zwergischer Zauberer. Deshalb trage ich auch kein Metall. Ich habe mit Abel mir meine Studien erst kürzlich angefangen und wir sind auch bei den unterschiedlichen Farben von Gilden. Habt ihr dann kein Metall dabei? Nun, ich bin kein Gildenmagier. Das meinte ich doch. Ich bin ein zwergischer Magier, ein Geode. Das ist etwas ganz anderes. Etwas. Nun, wir Was sind genau ist sehr das? naturverbunden. Uns geht es um die Wahrung der Elemente. Wer Ein alles. Droide. Ein Droide also. Nein, viel Einen älter hatten wir als die zu Hause im Druiden. Schnattermoor auch. Der liegt Wie? immer rum und hat die Kinder aus seinem Wald gescheucht. Das, also. Ihr scheucht Leute aus euren Wäldern? Ich dachte, ihr wärt Lass ihn doch einmal unterirdisch. ausreden! Ich meine, Ich es ist kannte auch mal schon. einen Druiden. Das Ich war ein ist. Sklave an deinem Oh! Anfang. Ja, die Ruhe! Jugend von heute. Moment, wie alt bist du denn? Ich? Naja, wesentlich älter als ihr, aber bessere Manieren habe ich auch allemal. Also. Der Maiserun, wie ist das denn mit so Geoden und eurem Kodex?
Die gehören nicht zur Gildenmagie, also die unterstehen nicht dem Codex Albirocus. Also ich habe Boltax, ich habe ihm das Konzept von Jahren, habe ich ihm erst, also von Menschenjahren, habe ich ihm erst vor kurzem erklärt. Er ist, glaube ich, nach unseren Zwergenjahren war das anders, aber wenn ich das umrechnen würde, ich glaube, das waren 250 oder sowas, ne? Na, 250, ich bin etwa so alt wie der da. Nochmal ein Fingerzeig auf Vosslaren. Vielleicht 5 Jahre älter. Naja. Also ihr seid jetzt ein Magier-Zwergen-Ding. Ja. Ja, Magier seid ihr nicht, das ist wichtig. Ihr seid kein Magier. Ich bin ein zaubernder Zwerg. Ach herrje, und ihr hattet doch so eine gute Gelegenheit, euch der richtigen Magie anzuschließen. Warum habt ihr euch denn nicht dem Oberst angeschlossen? Kinder. Es gibt keine richtige und keine falsche Magie, aber es gibt so etwas wie... Wie mache ich diesen Großling nur das Konzept von... Ich dachte, die Drachenmagie wäre falsch für euch. Und es gibt aber doch solche Magie, die in geordnete Bahnen gelenkt ist, und solche, die wild um sich schlagen kann. Also ich muss sagen, Isaron, ihr seid ganz schön rassistisch. Das ist alles ein sehr schwieriges Konzept, und ich habe meinem guten Freund Boltax auf dem Weg schon so viel Gutes von euch erzählt. Ja, und dann kommt ihr hierher und dann tretet ihr ihn mit Füßen. Ich verstehe nur nicht, warum er keine Metallsachen anhat. Ich hab auch lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass unser guter Freund Boltax nicht mal den guten Angrosch wertschätzt, sondern dass er eine andere Wesenheit ist. Naja, also. Was jetzt? Natürlich erkennt er den Herrn Ingrim als wahren Herrn des Handwerks. Ich sagte doch, es ist kompliziert und schwierig und ihr seid alle Rassisten. Ich bin kein Rassist. Also, ich bin nicht spezifisch. Du nicht, du lachst nur nicht über die Witze vom Hochkönig, aber mehr. Was? Ja, das ist noch viel schlimmer an Hochkönig? Nein. Sehr speziell, diese Witze. Man muss ein gewisses Humor haben. Boltax, du musst es vorstellen. Abelmir hat den Hochkönig gesiezt, geirzt und geäucht. So ein Idiot. Das gehört sich so. Er ist so ein Hasi, also. Ihm ist es nicht besser. Aber ihr müsst mir unbedingt die Geschichte erzählen, die euren Zwist mit Vosslaren. Ach so. Dem alten Drückeberger. Naja, der hat sich dafür entschieden. Ich guck mich mal um, ob Vosslaren noch in der Weite ist und geh schon mal in Deckung. Nee, ihr seid gerade auf dem Weg schon in Richtung Willenviertel. Also ich guck mich trotzdem um, ob er in der Weite ist. Breites Grinsen auf meinem Gesicht. Der hat sich dafür entschieden, die Zwerge, naja, mit Füßen zu treten, unsere alten Kulturen und Gebräuche und sich dieser neumodischen Gildenmagie anzuschließen. Also abgesehen von der Buchenketzerei in euren Worten, dass ihr ja wohl still seid. Vosslaren kann 3 Meilen weit hören. Nein, kann er nicht. Also ich weiß ja nicht, was ihr Geoden so könnt, aber ich würde trotzdem mein gesamtes Hab und Gut auf Vosslaren setzen, dass er euch platt machen kann wie eine Flunder. Nö. Ich meine, ich muss gestehen, ich glaube euch, aber ich habe ihn noch nie zaubern sehen. Tja. Oh, ich schon oft genug. Was gibt es für Gerüchte über diesen Vosslaren? Wie gesagt, er kann 3 Meilen weit hören. Was ihr für ein Klappermaul seid. Ich bin interessiert an der Vergangenheit dieses ehrwürdigen Zwerges. Eine Tratschtante seid ihr, Die Geschichten von Boltax sind die besten. Wenn wir uns dann später mal ein Pfeifchen genehmigen, haben wir vom Kamin oder sowas, dann auch. Ich kann eure Geschichten... Boltax, wir waren doch in dieser in diesem großen Park da mit den ganzen Huren und so und den... Ja. Hört mir auf. Mit den Kanonen obendrauf. Da waren wir doch. Ja. Das war... Das ist ziemlich dumm gelaufen, ne? Aber... Rafim, was habe ich euch über Geschütze auf den Thermen gesagt? Ich habe dir dreimal gesagt, dass das eine gute Idee ist. Er kennt den Bardo persönlich. Den Bardo hat er persönlich kennengelernt. Hat ihm die Hand geschüttelt oder sowas. Ja, ja. Nee, das tut mir leid. Das war... Ist nur ein Bardo noch. Kann nie genug Geschütze haben. Kaiser Bardo. Vosslaren und Huren? Interessant. Kaiser Bardo und seine Schwester wurden von Reto, dem Eroberer, vom Turm gestoßen. Ja. Yeah. Okay. Glück. Er kennt sich alle persönlich, müsst ihr wissen. Und wir leben waren aber auch, nicht also oder? Ich hätte ihr gedacht, Geschwister und auch noch Zwillinge, was kann es Besseres als Herrscher geben, aber so sehr habe ich mich noch nie geirrt. Naja, ist vielleicht mit euch Großlingen auch ein bisschen anders. Vielleicht ist die Geschwisterliebe bei euch nicht so verbreitet wie bei uns.
Hier im Norden zumindest nicht. Nein. Nur ich fürchte, sie, das ist ja widerlich. Die Geschwister hatten eine gewisse Art, sich zu lieben, die nun ja nicht natürlich war. Zumindest nicht. So hatte ich das nicht. Was im Sinne der Zwölf. Was treibt ihr Zwerge da in euren Bergen? Das ist ja furchtbar. Da bin ich froh, weiß, dass der Herr Oberst da nicht mit drin steckt. War er nicht dabei? Bei. Das sagtet ihr doch, oder? Schnauze haben. Nein, das war wann anders. Ach so. Das war zu meiner Feuertaufe, wo ich ihn kennengelernt habe. Und war er damals auch schon so grummelig? Warum stelle ich mir bei Zwergen vor, dass eine solche Taufe mit sehr viel echtem Feuer verbunden ist? Nun, weil sie mit Feuer verbunden ist. Oh, ihr Götter. Springt ihr nicht solch so eine Feuerwand oder so? Ja, so könnte man das auch sagen. Erzähl dir nicht so viele Geheimnisse, Boltax. Dachte, ihr lasst euch dann so komisch kochen, aber okay. Es ist wohl eine Feuerwand. So. Ich glaube, so machen sie im Seelander die Zwergencreme. Mit diesem Rassismus werdet ihr nie nach Xolarsch kommen. Obwohl sie immer wieder behaupten, dass da keine echten Zwerge drin seien. Da sind auch keine echten Zwerge drin. Was sagt ihr? Behauptet ihr jetzt so? Das hoffe ich. Inständig. Und sagt mal, Boltax, leben Zwerge eigentlich in Villen? Also ich meine, habt ihr sowas, oder? Sie sollten. Sie sollten in Villen leben. Ja, das ist richtig. Das wäre der uns angemessene Umgang, aber nein. Ja, während ihr gerade schwatzend durch das Villenviertel geht, immer noch so ein bisschen in Gedanken vertieft, ihr wisst nicht genau, wo die Villa ist, aber ja, während ihr dann durch eine der zerborstenen Stadtmauern hindurchlauft und dann die zahlreichen Villen vor euch seht, kann vor allem Boltax erkennen, wie dort wieder zu seiner rechten und zu seiner linken Seite jetzt die schwarzen Steine hochwuchern, wie Geschwüre, als ob die Steine krank wären. Du kannst sehen, wie sie rissig sind, schartig, spitz und scharf und auch ölig triefen. Einige brennen auch noch, komplett unnatürlich und den riesigen Splitter, der hier mehrere hundert Meter nach oben ragt, den hattest du natürlich schon beim Eingang gesehen, aber jetzt kannst du auch erkennen, wie ein besonders großes Bruchstück auch noch auf einem großen Palast liegt. Oh je, hier muss dringend etwas getan werden. Das ist ja nicht mit anzusehen. Ich meine, ja, hier muss wirklich nicht aufgeräumt werden. Ganze elementare Harmonie, dahin. Ah, nein, nein, das kann so nicht bleiben. Was meinst du, Jalan? Könnte man das ganze Zeug mit etwas Ähnlichem wie dem Ogerlöffel einfach in die Dämonenbrache schmeißen? Und ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit dabei einfach mehr kleine Bruchstücke über die Stadt zu verteilen noch reichlich groß wäre. Kannst ja am Rand der Dämonenbrache da Dinge aufbauen. Genau. Vielleicht sollte man diese ganzen Dinger, diese Steine auf einen Haufen schaffen und nun ja, woanders hin schaffen. Das Beste wäre es in der Tat, sie erst einmal am besten unter hinreichender Beaufsichtigung zum Rest des, zu den Resten der Überreste der Festung zu karren. Dort kann man sie immerhin alle auf einem Platz im Blick behalten. Andererseits ist es vielleicht nicht anzuraten, mehr dämonische, ihr wisst schon, Masse an Nahen zu schaffen. Nun ja, schlimmer kann es nicht werden. Oder so, die Verderbtheit hier muss Einhalt geboten werden. Definitiv. Glaubt mir, dem größten Verderbtheit haben wir bereits Einhalt geboten. Das will ich hoffen. Aber was davon ist jetzt hier unsere Villa? Und ich hoffe, die ist ja voll zerstört. Die brennt ja sogar noch ein bisschen. Und die hier kann es nicht sein, hier liegt ein Stein drauf. Da vorne liegt auch ein Stein drauf. Und Moment mal, hier da drüben ist die neue Residenz. Hinter der hohen Hecke, seht ihr? Du meinst das Ding, was noch ein bisschen brennt? Exakt. Ah, okay. Ja. Keine Premium-Immobilie. Dann müssten wir doch. Nun, es hieß neben der. Gegenüber. Dann müssen wir doch darüber, denke ich. Genau. Ah, Titas Tor dort. Ja, wenn ihr darauf zutretet, könnt ihr tatsächlich auch ein Schild sehen. Die Villa Bardoshoru. Und darunter könnt ihr eingraviert erkennen von Wertling. Ha! Wir haben es gefunden. Das brennt ja nicht mal. Liegt nicht mal was drauf. Gut so. Also, aber unsere Aussicht ist absolute Scheiße. Naja, das kann sich ja noch erinnern. Nun ist noch. Das beste Haus am Platz direkt gegenüber der Residenz. Naja, gewesen, schätze ich. Ich bin mir sicher, die wird wieder aufgebaut. Meint ihr die brennenden Überreste der Residenz, die wir uns jetzt noch angucken können? Ich habe auch keine Straßenschilder. Die Hecke hören sie vielleicht. Seht mal an, Villa Rabenmond ist keine drei Häuser weiter.
Sagt das ist gut oder schlecht? Wollt ihr da schon immer Ansehen zum Nachbarn haben? Naja, wenn er der neue Kaiser wird, dann ist das hier natürlich wieder eine gute Immobilie. Dass ihr von eurem Maul haltet. Ja, möglich ist alles. Die Dinge wollen wir gar nicht erst verschreien. Schauen wir erstmal rein, wie es drinnen aussieht. Ja, eine altehrwürdige, zweigeschossige Villa, ein Haus im islamitischen Stil, was hier ruhig und sehr verlassen da liegt, mit einem riesigen Garten gepflegt. Die Fassade mag wohl auch leicht zerstört sein, vor allem ist sie rußig. Sie ist sehr rußig, da müsste man mal mit einem groben Besen drüber gehen und den ganzen ja, Öl, Ruß, Asche, da müsste man ein bisschen kehren. Aber wenn ihr dann in den Garten hineintretet, könnt ihr auch das ist ein Stall, den kann Kiaras da auch gleich zuordnen mit einem großen Gartenhäuschen. Ja, wie gesagt, ein kleiner See, der sich da auch befindet, ein Kräutergarten, den ihr erkennen könnt. Und ja, dann seht ihr, wenn ihr näher tretet, dann eben auch die große Empfangshalle, Empfangsraum, ein kleiner Festsaal. Ihr könnt dann die Treppen nach oben gehen und könnt dann durch die Gläser hindurch sehen. Und die sind teilweise zerstört, aber andere sonst schmierig oder dreckig. Aber wenn ihr mal so ein bisschen frei rubbelt, könnt ihr dann eben auch das Innere erkennen. Ihr seht dann durch die Buntglasfenster hindurch Dielen, Vorhänge, teilweise auch ein bisschen zerfressen von irgendwelchen Motten oder so. Und das Mobiliar scheint in die Jahre gekommen sein, aber erlesen und ja, einige Statuen, die ihr erkennen könnt. Seht mal, ist das Elfenbein? Sieht aus wie Udall, während er jung war. Ebenholz. Ich bin doch schon in der Lage, sein Elfenbein und Ebenholz auseinanderzuhalten, habe mir. Elfenbein ist natürlich schwarz, weil Elfen innen schwarz sind. Was? Finde ich eine gute Logik. Ihr wisst nicht wirklich, was Elfenbein ist, oder? Ich weiß nicht, aber in Weiden sagt man sich das. Wenn du einen Elf tötest, wird er von innen heraus schwarz. Und aus dem Gebein. Elfenbein ist nicht Knochen von Elfen, das ist Hörner von Elefanten. Ihr sollt deine Überbildung fällen. Ihr könnt nicht in den Gesindetempel kommen später. Sollten wir nicht erstmal eintreten? Und dann sollte ich meiner gnädigen Frau Großmutter wohl was über ihren Rückenkratzer sagen. Aber dies ist doch eine angemessene Residenz für uns. Nun, es ist ein niedliches kleines Häuschen. Ich find's schön. Kommt herein. Ich stoße mal die Tür auf und dann auf oder ziehe sie auf, wie auch immer. Ja, Riegel vorgelegt wohl von innen. Klackert. Scheint wohl verschlossen. Wo ist ja, da muss immer, es doch noch einen Dienstboteneingang geben, vielleicht ist der nicht verschlossen. Was sag ich immer, wenn man ihn mal wieder braucht, der könnte durch das Fenster da oben klettern. Soll ich den alanfanischen Türöffner benutzen? Nein. Wir wollen doch nicht unsere eigene Tür ersetzen. Ich hätte sie dann einfach offen gelassen, bei uns bricht bestimmt keiner ein. Wir suchen den Hintereingang. Kommt. Ja, ihr könnt dann um das Haus einmal herumgehen, wie gesagt, da nochmal so ein bisschen die Remise begutachten, den Silberteich und steht dann vor einem Hintereingang. Der ist auch geschlossen und wenn ihr dann rüttelt, werdet ihr auch feststellen, ebenso verschlossen. Lasst mich doch einmal gucken. Gucken wir mal das Schloss genauer an. Habe ich eigentlich irgendwie Werkzeug dabei, feinmechanisches? Boah. Eigentlich nicht. Gut. Dann also zumindest keine Dietriche. Nee, aber irgendwie so keine Pfeilen oder sowas oder keine Ahnung, Drähte. Ich hätte eine Haarnadel. Ah, zeig doch immer her. Ich hätte eine Bohrensichel, damit kommen wir da garantiert. Also du darfst gerne eine Schlösserknackenprobe würfeln und wenn du das nicht hast, dann darfst du auch ableiten, plus 10, ja. Ich hätte ja gedacht, Feinmechanik irgendwie. Ja, wenn du ableitest, kannst du auch auf Feinmechanik ableiten, aber ansonsten ist das eine Schlösserknackenprobe. Also plus 10 oder plus 5? Plus 10. Ich guck mir das Ganze mal an. Ja, aber mir gegen die Tür treten hätte ich auch können. Ja, aber mir bricht gerade die kleine Haarnadel ab. Tut mir leid. Das die will ich ersetzt haben. Komplizierter als ich dachte, natürlich. Ja, da ist ja auch ein Schmetterling drauf mit so Blinkesteinen. Was? Auf der Haarnadel bei mir, guck doch mal. Ach, das war ein Geschenk der geliebten Göttin. Ja, warum gebt ihr mir sowas? Aber mir macht alles kaputt. Vielleicht ja, aber mir wird gleich direkt mal beiseite geschoben und Boltax tritt dann aufs Schloss heran, kniet sich so ein bisschen ab und guckt da mal hin. Können wir nicht einfach
Ich weiß nicht. Meinst du, der Fenster aufschneiden? Ja, aber dann kann ich auch die Tür eintreten. Aus. Nein. Wir können die Tür auch eintreten einfach... wäre ein Schaden. Schaut doch mal, Tür. Da sind doch kaputte Fenster. Vielleicht können wir eins von denen nehmen. Durch ein Fenster reinkriechen wie entwürdigend. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir... In unsere eigene Villa. Wir schneiden ein kleines Stück um den inneren Türgriff auf und greifen dann von innen herein und können die Tür öffnen. Oder wir gehen zurück und holen uns einen Schlüssel. Ich habe auch schon gesehen, dass Boltax durch Steine geschwebt ist. Das kann er auch. Ja, das ging auch. Kann auch einfach reingehen. Aber dafür jetzt... Ja, das wäre wahrscheinlich Verschwendung, oder? Wie wäre es, wenn wir uns einen Schlüssel holen? Wie wäre es, wenn ich die Tür einfach auftrete? Ihr, euer Dann müssen wir sie ersetzen. Wissen wir überhaupt nicht, dann ist die Tür halt kaputt, als ob ihr nicht mit einer kaputten Tür leben könntet. Sag mal, habt ihr noch nie in einer Hütte gewohnt? Nein. Nein? Wir sind zivilisiert. Na gut, Hütte ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel gesagt. Straßenbaracke, aber egal. Ja gut, dann machen wir eine heile Tür. Meine Güte. Verhindert den Durchzug. Ach, da gewöhnt man sich dran. Vielleicht liegt ja ein Schlüssel irgendwo im Vorgarten. Wer legt denn einen Schlüssel in den Vorgarten? Ja, ich denke auch, dass ein... Das ist hier eine total bescheuerte Idee. Es stehen hier immer Blumentöpfe. Es werden sicherlich auch kaputte Blumentöpfe rumstehen. Ich schau mal unter den Blumentöpfen. Ich schau mal am Rahmen, oben auf dem Rahmen. Ja, also bei einer Villa wird das wohl nicht der Fall sein. Ihr könnt euch da ein bisschen umsehen, könnt dann Blumentöpfe umdrehen, irgendwelche Steine... irgendwelche Fußmatten, könnt ihr da auch nochmal im Stall umsehen, wo dann auch Platz für viele Pferde ist. Teilweise sogar auch für einen Streitwagen. Ja, dann denkt zurück, habt ihr nicht noch irgendwo einen Streitwagen stehen? Aber einen Schlüssel findet ihr nicht. Dicke Quadriga sogar. Mit meinem Dolch an die Innenverriegelung ran. Also könnte ich theoretisch den Innenriegel erreichen mit meinem Vulkanglasdolch. Also damit würdest du das Schloss höchstwahrscheinlich auch zerstören, aber das würdest du wohl vermutlich hinkriegen mit dem Dolch. Ja, aber die Tür selbst wäre nicht zerstört. Tür nicht, aber das Schloss, genau. Hm. Ja, ich lasse die anderen erstmal noch ein bisschen suchen. Kann man da irgendwo reinklettern? Wenn du mir eine Kletternprobe plus 7 gibst, dann würdest du auch über die Fenster so nach drinnen klettern, also einmal so an der Fassade nach oben und kannst dann da irgendwie durch die Fenster dann ins Innere. Plus 7 ist natürlich sportlich. Ich blicke mich auf dem ganzen Gelände nach verdächtig aussehenden Statuen um. Nur so für den Fall der Pferde. Verdächtig viele Bardo-Statuen, ja. Oh Junge, wie hässlich kann man nur sein, dass man selbst in den Statuen noch hässlich erscheint? Die werden natürlich alle ersetzt durch Reiher-Statuen. Ich gucke mir derweil den Stall an und male mir aus, wie viele schöne Streitrösser man dort unterbringen könnte. Ja, ich versuche da reinzuklettern. Rafim, tu das nicht! Ja, der Stall hört sich gut an. Ich guck weg von Rafim, was er da antreibt und folgt dieser rum. Liegt hier im Garten irgendwo eine Leiter rum? Nein, da liegt keine Leiter rum. Das hätte ja sein können, dass irgendein armer Hausdiener die Bäume schneiden musste, kurz bevor Galotta kam. Ja, ihr könnt sehen, wie Rafim da, was ist das denn, eine Regenrinne, klonkt ein bisschen, dann springt er so ein bisschen von Fenster zu Fenster und hangelt sich so ein bisschen am Efeu hoch, reißt ein bisschen was ab und dann könnt ihr sehen, wie er das Fenster aufschiebt durch so einen Mechanismus, das war sowieso schon irgendwie kaputt, und dann verschwindet er im Inneren. Dauert ein bisschen, so ungefähr nach 2 Minuten könnt ihr dann sehen, wie er die hintere Tür öffnet und steht da wohl... in einer kleinen Küche, beziehungsweise eine sogar sehr große Küche. Auf den Tischen könnt ihr sehen, wie da wohl noch einige viele Essensreste stehen, liegen. Die sind aber auch höchst vergammelt und haben ihre besten Tage schon gesehen. Also grüner Schimmel, der dann hier rumwuchert. Aber viel, viel zu essen. Darf ich euch empfangen in meiner edlen Villa, meine guten Herren und Damen? Ihr habt nicht aufgeräumt. Sicher, dass ihr nicht in Wahrheit 2 Ömers, also Ömer und sein Zwillingsbruder, in einem Anzug seid? Ob ihr euch darauf bewegt habt. Kein Kommentar an der Stelle. Ja, ihr müsst wissen, ihr müsst einfach immer wieder greifen, dann klappt's. Und nicht runterfallen.
Das ist wichtig. Das ist ein wichtig. Wertvoller Hinweis. Ja, habe ich am Anfang nicht drauf geachtet. Bin ich sehr viel hingefallen. Aber das sieht hier alles sehr staubig aus, ehrlich gesagt. Ja, ich fürchte, wir brauchen ein paar Dienstkräfte, um diese Villa wieder in Schuss zu bringen. Was? Ist das jetzt der perfekte Moment für unseren neuen Zwergen? Was? Das verbitte ich mir doch aber sehr. Ja, ihr habt doch gesagt, ihr seid naturverbunden. Ihr seid hier doch nicht dem Wesen nah, der Staubteufel. Also, die Hexen. Die haben auch immer einen Besen dabei. Da, die sind auch naturverbunden, da habe ich gedacht. Habt ihr auch einen Besen dabei? Ich komme mir nicht mit Hexen. Sowas lassen wir gar nicht erst ins Haus. Ja, wie gut, dass ich keine Hexe bin. Ihr seid Geodendings. Ja, okay. Die Tür zur Vorratskammer steht auch offen. Ihr könnt dann noch sehen, wenn ihr da mal reinschaut. Da stehen wohl noch ein paar Säcke. Einige sind verschimmelt oder mit Mäusen dran. Aber andere sind eben auch noch mit ein paar Reiskörnern, die daneben liegen. Also der hat sich tatsächlich auch noch gehalten. Könnt dann einmal kurz den Blick nach rechts werfen und steht dann in einem großen Esszimmer mit einem ziemlich großen Tisch, an dem auch viele Leute Platz haben und ein großer Kamin, der davor steht. Wenn ihr dann nach draußen tretet, könnt ihr einen großen Flur erblicken und da seht ihr dann auch noch im Staub die riesigen Fußstapfen von Rafim, da ist er wohl gerade lang gekommen. Wenn ihr einmal direkt gegenüber durch die Tür geht, steht ihr in einer großen, staubigen Bibliothek. Große, viele Regale, eine große Karte von Aventurien, die da aufgehängt ist, auch viele lose Blätter, irgendwelche Schriftsammlungen, aventurische Boten, die da aufgestapelt sind, dann alt und vergilbt. Ihr könnt dann durch die verschiedenen Zimmer und Räume gehen. Abstellkammern, Zimmer. Ja, wenn ihr dann die Treppe nach oben geht, könnt ihr da dann auch Betten sehen, also Schlafzimmer, große Schränke, Kommoden, all das, was das Herz begehrt und einen Festsaal, den ihr dann erblickt, entweder unten oder auch oben, verbunden mit einer großen Galerie, über die ihr dann gehen und schreiten könnt. Da kann also getanzt und gefochten werden, wenn man mag. Gibt dann auch viele Bilder. Teilweise könnt ihr den Dudal von Wertling in jungen Jahren erblicken, gemeinsam mit seinem Vater, glücklich vereint. Und auch jemanden, den ihr erkennen könnt. Wohl ein weiteres Gemälde von der Familie Rabenmund. Die waren also in jungen Jahren befreundet und die Nähe der Villa Rabenmund macht das natürlich auch deutlich. Ja, ansonsten viele weitere Räume, die darauf warten, befüllt zu werden. Wenn ihr die Treppe nach unten geht, könnt ihr erkennen, wie hier eine ganze Menge Gerümpel steht, auf das ja, Torwalte schneiden, ein Rondrakamm, der noch an den Ecken hängt, ein Pergament über die Adoption von irgendwelchen Kindern, der Name wurde allerdings weggeschabt. Ihr könnt eine kleine Ukuri-Statue erblicken, also so einen kleinen Schrein, so ein kleiner Altar und ein ausgestattetes Alchemielabor, wo allerdings auch einige Sachen zerbrochen sind. Herzlich willkommen in eurer eigenen Villa. Ich hänge erstmal das Rabenmund-Gemälde ab und stelle es so mit der Gemäldeseite voran an die Wand. Ich schaue jetzt mal die Töpferin von dem Alchemielabor. Ich gucke erstmal, wo es in den Keller geht. Spätestens vor der großen Aventurienkarte habt die Gruppe mich verloren. Ja, so könnt ihr selbst mit offenem Mund bestaunen, wie prächtig das wohl ehemals gewesen ist. Und wie es auch vielleicht wieder sein könnte. Jeder so in seinen eigenen Zimmern, in seinen eigenen vier Wänden, mal nach unten, mal nach oben, durch die Hallen streifend, immer mal wieder den Klang von den anderen hören, wenn sie dann mit ihren schweren Stiefeln durch die Flure treten und dann große, staubige Flecken dann hinterlassen, beziehungsweise Ecken dann in den Staubteppich. Ja, Igner wird dann irgendwann den großen, schweren Balken von der Innenseite des Empfangssaals wieder wegnehmen, sodass man auch wieder auf normalem Wege diese Tür dann betreten und verlassen kann.